Wir kommen damit zunächst zu dem Nachtrag, den wir dann als letztes den nicht öffentlichen Punkt behandeln. Hier gibt es jetzt mehrere Wortmeldungen, deswegen würde ich auch wieder in die Fraktionsrunde eintreten und zunächst aber erstmal einen interfraktionellen Änderungsantrag und der sollte uns eingebracht werden. Herr Tres. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner am Livestream. Als erstes Mal möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken dafür, dass wir doch heute in der Lage sind, über diese Vorlage zu beraten und sie am Ende hoffentlich auch mit großer Mehrheit zu beschließen. Ich glaube, wir beweisen damit eine Handlungsfähigkeit und eine Kompromissbereitschaft in dieser Krisenzeit, die am Ende den freien Trägern in unserer Stadt zugutekommen wird. Und ich glaube, diese freien Träger, da sind wir uns alle einig, die leisten sehr wichtige Aufgaben für unsere Stadtgesellschaft. Sie arbeiten im Auftrag der Stadt für die Dresdnerinnen und Dresdner. Und in den letzten Wochen habe ich dort wirklich auch eine sehr engagierte Arbeit gesehen. Es wurden sehr schnell kreative Lösungen gefunden, wie trotz Ausgangsbeschränkungen, Kontaktbeschränkungen und anderen Auflagen Angebote umstrukturiert werden konnten und trotzdem aufrechterhalten werden konnten. Da wurde auf telefonische Beratung oder E-Mail-Beratung beispielsweise umgestellt. Da wurden Angebote ins Netz verlegt und per Video beispielsweise gemacht. Ich glaube, es lässt sich schon festhalten, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Trägern gerade eben alles tun, um dem Auftrag, für den sie gefördert werden, auch so gut es eben gerade geht, tatsächlich gerecht zu werden. Und ich glaube, diese Anstrengung und dieses Engagement verdient es durchaus auch, dass wir als Landeshauptstadt Dresden, als Fördermittelgeber an dieser Stelle Sicherheit und Orientierung bieten, wie es denn in diesen Ausnahmezeiten gerade eben bei der Förderung weitergeht. Und diese Vorlage tut das, diese Vorlage gibt Aussagen dazu, was ist eigentlich mit der Förderfähigkeit bei geänderten Angeboten oder Projekten, die jetzt nicht so laufen können, wie sie ursprünglich mal geplant waren. Sie gibt Aussagen dazu, wie mit ausgefallenen Veranstaltungen, für die trotzdem Kosten angefallen sind, umgegangen wird. Und sie bietet auch eine Aussage zu dem ganzen Thema, müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt werden. Gerade bei dem Punkt möchte ich auch noch mal auf die Änderung aus dem vorliegenden Änderungsantrag eingehen. Dort beantragen wir, dass das Kurzarbeitergeld für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 90% aufgestockt wird. Und ich glaube, das ist eine sinnvolle Lösung, weil sie zwei ganz wichtige Sachen miteinander vereint. Nämlich zum einen die soziale Absicherung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die davon betroffen sind. Und zum anderen die Wirtschaftlichkeit als einem ja sehr wichtigen Grundsatz unserer Fördertätigkeit. Denn wenn man sich es mal genau anschaut, dann bedeutet das doch, dass die Stadt Dresden trotz allem mindestens 60% der Personalkosten für in Kurzarbeit geschickte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den freien Trägern einspart. Weil das ist mindestens der Betrag, der von der Bundesagentur dann ausgezahlt wird, wenn die Kurzarbeit genehmigt wurde. Seit heute wissen wir ja auch, dass das Kurzarbeitergeld erhöht wird und bis zu einem Maximalbetrag von sogar 87% dann von der Bundesagentur für Arbeit übernommen wird. Das heißt, der finanzielle Beitrag, den die Stadt noch übernehmen müsste, selbst wenn wir den Beschluss treffen, auf 90% aufzustocken, ist wirklich gering und sorgt trotz allem dafür, dass Geld eingespart werden kann und die Wirtschaftlichkeit der Förderung gegeben ist, eben gleichzeitig bei einer sozialen Absicherung der Beschäftigten, die dann eben nicht nur 60% oder 67% ihres bisherigen Gehalts bekommen, sondern 90%. Außerdem möchte ich noch mal auf einen Punkt eingehen, der in den letzten Tagen durchaus für Gesprächsbedarf gesorgt hat, nämlich die ganze Fragestellung, ob der Bereich der Jugendhilfe von dieser Vorlage tangiert ist. Ich glaube, und das will ich hier auch noch mal klarstellen, es ist klar und unbestritten, dass es gesetzlich verbriefte Beteiligungsrechte des Jugendhilfeausschusses gibt für alle Themen, die den Bereich tangieren. Und auch mit dieser Vorlage sollen die selbstverständlich nicht unterwandert oder ausgehebelt werden. Und deswegen würde ich gern zum Abschluss noch
eine Ergänzung mündlich beantragen, zusätzlich zu dem vorliegenden Änderungsantrag, nämlich eine Klarstellung im Punkt 1 der Vorlage und an diesem Punkt 1 einfach am Abschluss noch den Satz hinzufügen: Es wird klargestellt, dass diese Hinweise nicht für die Jugendhilfeförderung gelten. Das ist, glaube ich, wird da der ganzen Sache dann nochmal gerecht, und dann ist es stets auch nochmal schwarz auf weiß im Beschluss drin, was ohnehin schon gemeint war, und ich glaube, wir können auf der Grundlage dann heute hier einen guten Beschluss fassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir die Hilfe für die freien Träger in unserer Stadt heute hier sehr breit und in einem großen Konsens beschließen. Ich hoffe auch den Änderungsantrag, den ich eingebracht habe, und bitte um Zustimmung. Vielen Dank. Soweit Herr Dreves zur Einbringung. Wir kämen jetzt in die Fraktionsrunde. Wird AfD das Wort gewünscht? Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrte Zuschauer, auch an mobilen Endgeräten im Homeoffice oder sonst wo. Wir haben durch derzeitige Allgemeinverfügung oder Verordnung, ich würde es mal einfach als Notstandsgesetze, derzeit eine aktuelle Lage, die eigentlich rechtlich bedenklich ist, aber darum geht es hier nicht. Hier geht es erstmal grundsätzlich um Zahlungen in dieser Notlage. Wir finden es hervorragend, dass sich die Verwaltung jetzt, nachdem diese Vorlagen Allgemeinverwaltung verlängert wurden, erstmal bis 4. Mai dazu bereit erklärt hat, eine Zahlungssicherheit herzustellen. Deswegen werden wir natürlich dieser Vorlage der Stadt zustimmen, da dies eine Rechtssicherheit bei der Verwaltung und bei den Trägern bringt. Ja? Es könnte nämlich sein, dass bei Nichtzustimmung später Rückforderungen am Ende des Abrechnungszeitraumes erstellt werden. Das heißt, nachträglich können Sie dann als freier Träger keine Kurzarbeit anmelden, weil jetzt Sie das Geld zurückzahlen müssen an die Verwaltung, da Leistungen eventuell nicht erbracht wurden und nicht abgerechnet werden können rechtlich. Es ist auch sicher, dass die Entlohnung dann nicht anfechtbar ist, wenn dies hier zugegeben wird. Des Weiteren finden wir, es ist eine Gleichberechtigung der normalen Arbeitnehmer gegenüber den Mitarbeitern von freien Trägern etc., die auch in Kurzarbeit sind oder eben jetzt in der Kinderbetreuung, weil Schulen und Kindergärten geschlossen sind. Deswegen können wir uns den Großteil dieser Änderungs-, des interfraktionellen Änderungsantrags nicht annehmen, da hier diese soziale Absicherung dieser Mitarbeiter der freien Träger im Falle der Kurzarbeit sollte die erfolgen, weil das Angebot oder die Maßnahme nicht durchgeführt werden kann, besser gestellt wird als jede Familie, die derzeit zu Hause bleiben muss, massive monetäre Einschnitte hinnehmen muss. Diese werden schlechter gestellt, aber die anderen werden besser gestellt. Das ist keine Gleichbehandlung. Ja, wir würden dort mitgehen in Ihrer Beschlussempfehlung, in Ihrem Ergänzungsantrag, in dem zweiten Absatz, den Sie haben, Anlage 1, Seite 2, 6. Anstrich. Diesen würden wir mitgehen. Das ist ein sinnvoller Teil, wenn es zur Einzelabstimmung kommen würde. Dankeschön. So, als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Kiesling. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, vorgeschaltet will ich sagen, ich habe an keiner Stelle erlebt, dass die Stellen in der Stadtverwaltung, die Förderbescheide erstellen und die Interesse an der Sache haben, sich im Moment in irgendeiner Form unkooperativ oder unkollegial gegenüber den freien Trägern verhalten. Ich spüre da überall ein sehr großes Entgegenkommen, eine sehr große Nähe und ein gemeinsames Überlegen, wie kommt man in dieser Situation zurecht, bei der so gut wie kein freier Träger in keinem Gebiet, so gut wie kein Sportverein, so gut wie kein Kulturverein, das, was ursprünglich mal beantragt und beabsichtigt war, ungeschmälert umsetzen kann. Und es wäre ja ein leichtes zu sagen, du kannst das nicht mehr tun, was du wolltest, Förderung weg.
Ich finde das sehr gut, dass wir an dieser Stelle sorgsam und achtsam miteinander umgehen und diese Situation gemeinsam als Stadtverwaltung und als freie Träger bewältigen wollen. Dennoch ist Unsicherheit in der Landschaft. Wir hätten uns gewünscht als Linke, dass man diese Vorlage etwas länger und genauer in den Ausschüssen bearbeiten kann, um das, was dort noch an Ungenauigkeiten drin ist, auszuräumen. Nun war es ein bisschen Telefonmühe in den letzten 2-3 Tagen, um den jetzt vorgelegten interfraktionellen Änderungsantrag über die Bühne zu bringen. Und auch die Klarstellung von Herrn Drews am Anfang macht es noch mal deutlicher. Denn das Problem ist doch so, das, was heute von denjenigen in der Verwaltung, die auch ein Interesse an den jeweiligen Projekten haben, die zuwendende Behörde sind, die Zuwendungsstelle, geäußert wird, muss überhaupt nicht mit dem übereinstimmen, was dann nächstes Jahr im April der Kollege von der Rechnungsprüfung beim Durchlesen der Belege macht. Das ist nämlich alles eine Ermessensfrage. Und wenn das Ermessen jetzt nicht sehr klar gebunden und auch ausgedrückt wird gegenüber den freien Trägern, kann der Mensch nächstes Jahr, der die Rechnung prüft, beim Durchgehen der Quittung sagen, hier hast du Kaffee gekauft, das ist eigentlich nicht im Zuwendungszweck, und dort ein Strauß Blumen. Im Sportbereich wissen wir ja, darf man ja an manchen Stellen kein Blumen für den Sieger kaufen. Ach, und hier hast du Personal beschäftigt, das hättest du eigentlich in Kurzarbeit schicken müssen. Dieses Risiko ist so extrem für Träger, dass man heute Sicherheit schaffen muss, wann und an welcher Stelle wird denn der Zuwendungszweck erfüllt, und klar benennen muss, dass ein Träger meldet, und deswegen ist das in unserem Änderungsantrag erhalten, ein Träger sagt, ich kann jetzt das, was ursprünglich geplant ist, so nicht durchführen, ich würde es gern anders machen, und dann die Zuwendungsbehörde entweder schweigt und zustimmt oder aber sagt, nee, das geht jetzt doch zu weit, das ist viel zu weit entfernt von dem, was du ursprünglich wolltest, bitte mach es anders oder bitte reduziere die Kosten in dem Bereich, soweit es geht, auch mit Kurzarbeit. So, diese Klarheit muss man heute schaffen. Man muss sozusagen das Ermessen, was noch ausgeübt werden kann, so weit einschränken, dass es nicht in Zukunft anders ausgelegt werden kann, sondern heute gebunden wird, ausgedrückt wird dem Träger gegenüber. Und ich denke, so wie die Verwaltung bisher kooperativ mit den Trägern umgegangen ist, werden auch die Träger ihrerseits, dort wo die Verwaltung sagt, bei aller Liebe, an der Stelle sind die Kosten auch reduzierbar, das auch tun, aber eben in einer Atmosphäre von Sicherheit, von Klarheit, und so möge dieses Zeichen denn heute von diesem Stadtrat ausgehen in die Landschaft derer, die vom städtischen Geld gefördert werden. Vielen Dank. Wird FDP das Wort gewünscht? Herr Plöttner. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, als FDP halten wir den von der Verwaltung vorgelegten Antrag für einen ausgewogenen Vorschlag in der Ursprungsfassung. Die Änderungen oder Ergänzungen, die halten wir als zu weitgehend und werden wir entsprechend ablehnen. Wir haben aktuell das Problem, dass viele Empfänger, freie Träger von Zuwendungen ihre Leistung nicht erbringen können und dadurch keine oder weniger Zuwendungen haben und alle Planungen schwieriger sind. Ist noch schwieriger als in privaten Unternehmen dort bisher Rücklagen zu haben, weswegen dort auch entsprechend zeitnahe Lösungen notwendig sind. Und als Stadt haben wir natürlich ein Interesse, dass auch künftig die freien Träger entsprechend weiterarbeiten können, sobald die Corona-Krise vorbei ist oder zumindest mehr Möglichkeiten wieder bestehen. Aber auch dort müssen wir die Einsparungen so weit wie möglich vornehmen, wenn diese möglich sind. Deshalb ist aus unserer Sicht der Änderungsantrag zu weitgehend. Vor allem 2 Punkte sind da entsprechend problematisch. Einerseits, dass quasi auch Änderungen der Leistung nur angezeigt werden müssen. Da sind wir schon der Meinung, dass es mit im engen Austausch mit der Verwaltung eine Zustimmung bedarf. Ich glaube auch, dass die Verwaltung entsprechend gerade so arbeitet, dass dort immer Rücksprachen funktionieren. Da können wir dann auch direkt die Zustimmung einfordern und brauchen jetzt nicht diesen weitergehenden, stillschweigenden Zustimmung. Und der 2. Punkt sind die Sonderregelungen zur Kurzarbeit. Das betrifft auch viele Unternehmen, Gastronomen und Ähnliches. Da müssen wir jetzt finanziell Maß halten. Wir haben jetzt die Haushaltssperre zurecht, und je lockerer wir jetzt agieren, was finanzielle Mittel angeht, umso härter werden die Kürzungen in den folgenden Perioden, weil vieles nicht mehr bezahlbar sein wird. Entsprechend müssen wir auch darüber einen Beitrag zur Kosteneinsparung leisten, und entsprechend ist der Vorschlag, so wie er von der Verwaltung vorgegeben ist, sinnvoll, und der Ursprungsantrag sollte in der Form beschlossen werden. Danke. Wird Freie Wähler das Wort gewünscht? Sehe ich nicht. Dann Bündnis 90 Die Grünen, Frau Siebenmeier.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Das heute ist die zweite Stadtratssitzung während der Corona-Pandemie. Und es ist gut, dass wir heute hier zusammenkommen, um die wichtigsten Entscheidungen als demokratisch gewählter Stadtrat auch zu treffen. Und dazu gehören natürlich auch Beschlüsse zur finanziellen Unterstützung derjenigen in unserer Stadt, die durch die Corona-Krise unverschuldet in Not geraten sind. In der letzten Sitzung haben wir das Soforthilfebudget mit einer sehr breiten Mehrheit beschlossen für Freiberufler und Freiberuflerinnen. Und auch heute haben wir mit einer überwältigenden Mehrheit soeben beschlossen, den Gastronomen und den Gastronominnen so gut es geht unter die Arme zu greifen. Wir haben aber bereits in der letzten Sitzung auch schon deutlich gemacht, dass es sehr wichtig ist, auch den freien Trägern ein klares Signal zu geben, in welcher Form sie durch die Stadt Dresden in dieser Ausnahmesituation weiter finanziert werden. Denn wir haben eine Vielzahl an Vereinen und viele wichtige Angebote für die Dresdnerinnen und Dresdner, die aufgrund der Krise und zum Gesundheitsschutz nicht wie geplant stattfinden können. Mitarbeiterinnen müssen zum Teil in Kurzarbeit und auch geplante Einnahmen für Angebote fallen mitunter aus. Das betrifft die Bereiche Soziales, Kultur, Sport, viele weitere, aber natürlich auch die Jugendhilfe, zu der ich gleich nochmal extra komme. Die Vorlage, die heute zur Abstimmung steht, schafft nunmehr Klarheit. Es gilt der Grundsatz, dass angesichts der Corona-Krise seitens der Verwaltung Ermessensspielräume genutzt werden sollen und Ausnahmeregelungen auch möglich sind. Das Ziel, so verstehe ich es, lautet, Existenznöte sollen abgewendet werden und Angebote, die nicht möglich sind, wo es geht, umgestaltet werden. Dazu gibt es eben in der Anlage 1 der Beschlussvorlage ganz konkrete Hinweise. Und ich freue mich, dass wir diese Vorlage heute hier doch auch diskutieren und hoffentlich beschließen können, trotz einer sehr kurzfristigen Einbringung und einer Nichtberatung in den Ausschüssen. Ich habe Verständnis dafür, dass wir in dieser Situation, in dieser Zeit auch im politischen Raum zügiger entscheiden müssen, als das sonst der Fall ist. Und ich freue mich, dass wir jetzt auch eine Klarstellung nochmal von Seiten der Verwaltung bekommen haben. Ich bitte im Übrigen auch, die in dieser Sitzung jetzt hier nochmal klar vorzutragen, dass nämlich der Bereich Jugendhilfe mit dieser Vorlage explizit nicht gemeint ist und wir uns diesen wichtigen Bereich in dem Jugendhilfeausschuss noch einmal extra angucken werden und natürlich auch da die Fragen der Jugendhilfeförderung extra und geordnet beraten werden, weil es eben eine besondere rechtliche Stellung des Jugendhilfeausschusses in dieser Stadt und auch bundesweit gibt. Nur noch kurz zum GRR-Änderungsantrag. Es ist schon einiges dazu gesagt worden, wie versucht werden soll, auch, ich sag mal, unnötig lange Abstimmungsprozesse zwischen freien Trägern und der Verwaltung zu verkürzen. Es kommt uns aber noch mal ganz besonders auf den Bereich Kurzarbeit an. Und es wurde zu Recht gesagt, dass hier alle in finanzielle Notsituationen kommen und Menschen, die in Kurzarbeit gehen müssen, erhalten aktuell 67%. Und es kann gerade im Bereich Soziales, Kultur, ich sage jetzt mal Berufszweigen, die schon lange über eine bessere Bezahlung sprechen und sich diese auch wünschen, durchaus ein sehr, sehr sensibler Eingriff sein. Und was wir verhindern wollen, ist, dass sich die Fachkräfte, die wir nicht nur heute brauchen, sondern die wir auch nach der Krise brauchen, durch weniger Einkommen, durch die Kurzarbeit uns zum einen nicht zu Sozialämtern gehen müssen, um eben auch Aufstockungen zu beantragen, weil das Kurzarbeitergehalt zum Leben eben nicht reicht und weil wir diese Fachkräfte auch für die Zukunft halten wollen. Richtung FDP, es ist in der Tat so, dass wir durch das Kurzarbeitergeld Personalkosten sparen als Stadt. Wir sind also nicht in der Situation, dass wir zusätzliches Geld ausgeben würden, wenn wir als Kommune auf bis zu 90% das Kurzarbeitergeld des Bundes aufstocken. Ganz im Gegenteil, wir werden durch die Krise in dem Bereich von Seiten des Bundes sogar entlastet. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, bevor wir heute
hier eine Entscheidung treffen. Und deswegen bitte ich um eine breite Unterstützung, auch in dem Bereich Kurzarbeitergeld, denn ich glaube, diese Wertschätzung und auch diese Planungssicherheit ist ganz, ganz wichtig für unsere Stadt in der weiteren Zusammenarbeit mit den freien Trägern. Vielen Dank. So, wird CDU das Wort gewünscht? Bitte schön, Herr Tietze. Sehr geehrte Damen und Herren, die Absicherung und Unterstützung eines vielseitigen sozialen, kulturellen, sportlichen und anderweitig gesellschaftlich relevanten Angebotes durch die freien Träger für unsere Stadtgesellschaft ist auch für die CDU eine Herzensangelegenheit. Da dies durch die derzeitige Krise bedroht ist, sehen wir die Zusicherung, dass die Fachförderrichtlinien zur Anwendung kommen, als ein wichtiges und richtiges Signal. Es schafft auf beiden Seiten kurzfristig die notwendige Klarheit und Handlungssicherheit. Gleiches gilt weitgehend für die eingebrachten Änderungen und Ergänzungen durch Rot-Rot-Grün, den interfraktionellen Antrag. Sinnvoll ist, explizit die Jugendhilfe hier rauszunehmen. Hier gibt es eine Menge ungeklärter Fragen, insbesondere da dieses Sozialdienstleister-Einsatzgesetz zur Anwendung kommen soll. Hier muss geklärt werden, wann ist ein Träger wirklich in seinem Bestand gefährdet und ob wir wirklich bei der Fixierung auf die Rettung des Trägers abstellen oder eben doch auch die Angebote, die ja auch Pflichtangebote der Stadt Dresden sind, auch mit absichern. Das muss und soll in einer gesonderten Sitzung im Jugendhilfeausschuss geregelt und geplant werden. Weiterhin sinnvoll finden wir auch den zweiten Ergänzungsantrag oder den zweiten Punkt des Ergänzungsantrags, der den Zuwendungsempfänger dazu auffordert, Angebote, die er nicht erbringen kann, zu melden und dann in Absprache mit der Verwaltung hier eine Rückmeldung kriegt, wie er weiter zu verfahren hat. Problematisch, und das ist das, worauf Frau Siebeneiche ja schon abgestellt hat, sehen wir allerdings die Zuschreibung eines Kurzarbeitergeldes in Höhe von bis zu 90%. Derzeit sind die Träger gehalten, ihre freien Kapazitäten für konzeptionelle Arbeiten, Unterhaltungsmaßnahmen und Ähnliches zu nutzen. Irgendwann sind aber dann eben mal alle Fenster gestrichen und ich sag mal, die Konzepte werden dann nur noch verschlimmbessert. Das heißt, wir kommen an Punkte, wo einfach nichts mehr zu tun ist und dem müssen wir auch Rechnung tragen unter den Aspekt der Wirtschaftlichkeit. Nun ist hier gesagt worden, natürlich auch 90% wird dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit gerecht. Das sehe ich anders, insbesondere da wir hier auch berücksichtigen müssen, dass in der freien Wirtschaft eine ganze Reihe von Leuten auf Kurzarbeit gesetzt sind, die für nichts tun eben auch nicht bezahlt werden. Das heißt, wir müssen hier mit Einschnitten auch gerecht umgehen, auch von Seiten der Stadt. Und das heißt eben auch in diesem Fall eine Minderung in dem Rahmen, der zulässig ist und den das hergibt. Gleichzeitig sehe ich aber auch das Argument, dass wir sagen, wir müssen A, bestimmte Bereiche auch weiterhin unterstützen, auch über diese angegebenen 68%, ich weiß gar nicht, also über diesen durchaus geringeren Satz. Und das ist, muss durchaus auch möglich sein, auf 90% hochzugehen. Aber, und das kommt der Punkt, wir würden als CDU hier den Ergänzungsantrag zum Ergänzungsantrag bringen, dass dies nur in begründeten Fällen passiert. Das heißt also, wenn der Träger aufzeigen kann und das argumentativ sinnvoll tut, dass eine solche Erhöhung notwendig ist und sinnvoll ist, dass dann im Prinzip auch diese Kurzarbeit in einem höheren Rahmen gewährt wird. Herr Kiesing sagte, er misstraut dort der Verwaltung, ich überspitze das jetzt mal. Wir haben in der derzeitigen und auch, glaube ich, schon der Arbeit davor gezeigt, dass wir den freien Trägern vertrauen. Und ich glaube, das sollte ja auch beidseitig sein. Das heißt also, ich möchte davon ausgehen, dass auch die Verwaltung hier verantwortungsbewusst und ich glaube, ihrer
der Wirkung ihrer Maßnahmen durchaus sich eingestehend hier auch sinnvolle Regelung findet. Das heißt jetzt auch nicht, dass es eine tiefgehende Prüfung aus meiner Sicht geben muss. Es muss einfach nur möglich sein, argumentativ abzubilden, warum eine Förderung bis zu 90% notwendig ist und sinnvoll ist an dieser Stelle. Daher, wie gesagt, fordern wir oder bringen wir ein als Ergänzung den Punkt, dass wir das nur in begründeten Fällen bis 90% aufnehmen und bitte dafür um Zustimmung. Dankeschön. So, damit wären wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch und auch durch die Rednerliste gibt es weitere Wortmeldungen. Ich fange mal von hinten an mal vorzuarbeiten. Herr Schmelig und dann Herr Winkert und dann Frau Siebenmeier. Ja, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte nur auf einen einzigen Aspekt eingehen, weil es mir scheint, dass es hier ein Missverständnis gibt. Also wir haben jetzt in zwei Tagesordnungspunkten darüber gesprochen, wie wir durch die Corona-Krise unsere Infrastruktur, in einem Fall eine im wirtschaftlichen Bereich, also überwiegend Gastronomie und Handel, unterstützen, helfen, retten können. Und wir reden hier in diesem Tagesordnungspunkt darum, wie wir unsere soziale Infrastruktur retten können. Und da scheint mir trotzdem ein kleines Missverständnis, insbesondere wenn ich an die Anmerkung von Herrn Kaden denke, der nämlich auch den Gleichheitsgrundsatz hier an dieser Stelle formuliert hat. Ich gestatte mir den Hinweis, freie Träger übernehmen öffentliche Aufgaben nach dem Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, und wir haben in vielen Bereichen, ich denke da an die Altenhilfe, Menschen, die bei der Stadt arbeiten und dort tätig sind, und es gibt welche, die bei freien Trägern arbeiten. Was passiert mit denjenigen, die gegenwärtig bei der Stadt eine soziale Dienstleistung erbringen, die nicht erbracht werden kann aufgrund von Corona? Die meisten von ihnen werden unter voller Lohnfortzahlung nach Hause geschickt, in Anführungsstrichen. So ist es. Und wenn wir über Gerechtigkeit reden, dann müssen wir sagen, nur deshalb, weil ein Sozialarbeiter zum Beispiel bei einem freien Träger arbeitet, dann sagen wir, ist dein Problem. Wenn du dann wenn dein Träger dich in Kurzarbeit schickt, dann musst du gefälligst mit den 60% Kurzarbeitergeld auskommen. Wäre wieder umgekehrt der Arbeitgeber die Landeshauptstadt Dresden, dann müssten wir nach dem jetzt seit dem 16.04. gültigen Tarifvertrag zwischen den Tarifvertragsparteien, müssten wir das Kurzarbeitergeld, das von der Bundesanstalt für Arbeit gezahlt wird, aufstocken bis zu 90%. Und nichts anderes steht in diesem Antrag drin. Also wenn ich schon das Gerechtigkeitspostulat in den Mittelpunkt stelle, dann ist es das Normalste von der Welt, dass wir denjenigen, der bei einem freien Träger arbeitet und in die Kurzarbeit geschickt wird, mindestens genauso stellen wie denjenigen, der, würde er bei der Stadt arbeiten und in Kurzarbeit geschickt werden, das bekommen, was eben diese 90% ausmacht. Wie gesagt, wir schicken ja diejenigen nicht in Kurzarbeit, weil die Gehaltsvorzahlung haben. Also deshalb bitte ich nochmal sehr deutlich, weil es auch hier nicht darum geht, dass wir mehr bezahlen, als es im städtischen Bereich ist, sondern dass wir hier eine Gleichbehandlung freier Träger und des öffentlichen Dienstes machen. Und es gibt noch einen anderen Aspekt, auf den auch Frau Siebenreicher hingewiesen hat. Wenn wir die Schwelle für die Träger, ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken, besonders hoch machen, indem wir nämlich auch das Interesse der Mitarbeiter, also lieber vollständig zu arbeiten, wenn wir die besonders hoch setzen, dann wird ein Träger auch viele Möglichkeiten finden, weiter vollständig die öffentliche Förderung zu bekommen. Das heißt, wir sparen sogar genau genommen noch Geld bei der ganzen Geschichte. Und diese Dimension würde ich Sie bitten, nochmal in Ihre Überlegungen mit einzubeziehen und deshalb diesem Zusatzantrag im vollen Umfang zuzustimmen. Vielen Dank. So, Herr Pinkert nochmal und dann Frau Siebenmeier. Um kurz auf die Frau Siebenmeier und den Herrn Treves einzugehen, wir reden ja nur, dass die Stadt dann nur noch zusätzliche Kosten hat von 23% bzw. 30%, von 60% bzw. 67%. Das ist von der Seite eine einfache Logik, ne? Das ist ja nicht mein Geld, das ist Steuergeld.
Das ist weiterhin Steuergeld. Auch die 90% komplett sind Steuergeld. Das muss man immer ein Euro bleibt ein Euro, egal wo der herkommt, da kann man aus dem Steueraufkommen. Ja? Was der Herr Schmählich gesagt hat, da gebe ich Herrn Schmählich auf der einen Seite recht. Wir finden das nicht in Ordnung, dass die Stadt einfach aufstocken kann auf Richtung 90%. Dagegen der normale Steuerzahler, der das Steueraufkommen, das Geld erwirtschaftet für die Verwaltung, ja, um den Staat zu verwalten, ja, bedient sich dort raus besser, als der Steuerzahler einzahlt und das selber zurückbekommt im Falle des Falles. Es gibt Firmen, die haben einen Tarifvertrag, die Firmen zahlen extra ein aus ihrem Privatvermögen. Ja. Hier reden wir über Steuergeld. Dankeschön. Als nächstes Frau Siebenmeier. Ich möchte zunächst einmal in Bezug auf den Redebeitrag von eben von der AfD darauf hinweisen, wir haben einen Haushalt beschlossen. Hier sind Personalkosten eingestellt, die wir jetzt aufgrund der Krise im Falle von Kurzarbeit nicht vollumfänglich brauchen. Es geht also nicht im geringsten um das Herausschmeißen von Steuergeldern, sondern es geht um eine anständige Bezahlung von Leuten, die in dieser Stadt städtische Angebote erbringen und eine wertvolle soziale Arbeit leisten oder auch in anderen Bereichen eine kulturelle Arbeit oder im Bereich der Jugendarbeit wertvolle Dienste erbringen. So viel Zeit muss sein. Nun möchte ich gar nicht weiter zur Sache reden, noch zwei Bitten. Zum einen Richtung Verwaltung, dass nochmal explizit etwas zur Jugendhilfeförderung gesagt wird, wie da das weitere Verfahren ist und dass in dieser Vorlage das damit so nicht gemeint ist. Und zum anderen würde mich nochmal ein kurzes Statement der Verwaltung interessieren zu dem Änderungsvorschlag von Seiten der CDU, den wir uns in einer, also zur Umsetzbarkeit seitens der Verwaltung zu diesem Änderungsvorschlag der CDU, den wir uns sehr offen jetzt im Anschluss in der fünfminütigen Auszeit nochmal annehmen wollen und dann unser Abstimmungsverfahren besprechen wollen. Ja, vielleicht zum Letzten, dass man das nur in geeigneten Fällen diese Aufstockung dort bei der Kurzarbeit vornehmen soll. Das ist nochmal eine Begründungsschleife. Wir denken aber, dass wir das im Ermessensvollzug in den Griff bekommen, in den Fällen, die da angesprochen werden. Die nächste Frage ist, in der Tat, es ist von uns an, von Anfang an so gedacht gewesen, dass die Jugendhilfe von dieser Vorlage überhaupt nicht betroffen ist. Deswegen das Wort Fachförderrichtlinie und deshalb eben die für die Jugendhilfe betreffenden Vorschriften nur die Kenntnisnahme in Nummer 2 und keinerlei Regelungsgehalt in dieser Vorlage. Und es ist jetzt eine Frage der Tagesordnung und der Berichterstattung im Jugendhilfeausschuss, zu dessen Vorsitzenden ich jetzt schaue, wann dann eine Berichterstattung vorgesehen ist. Aber ich denke, es liegt nahe, dass in Zeiten von Krisen und ungewöhnlichen Entwicklungen man in den zuständigen Gremien dann auch in den Bericht und in die Diskussion eintritt, wie man mit der Situation umgeht. Wir geben uns Mühe, die kommende Woche das mit auf die Agenda zu rufen. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, ich sehe da hinten Kanzler, Herr Gilke, bitte. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, es wurde gerade gesagt, wie wichtig die Aufgabe ist, die die Menschen erfüllen bei den freien Trägern, die Mitarbeiterverwaltung. Das wurde von uns in keinster Weise durch meinen Kollegen reduziert, noch irgendwie negiert. Und dass es so ein bisschen in diese Richtung gegangen ist, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unverschämt und das finde ich auch nicht in Ordnung. Und deswegen möchte ich das klarstellen. Denn zurzeit gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die eine besondere Leistung für diese Stadt bringen. Das sind Menschen zum Beispiel dabei im Supermarkt. Was haben die für ein hohes Risiko? Und die bringen diese Leistung für alle. Und die Verwaltungsmitarbeiter bringen diese Leistungen auch. Das ist alles in Ordnung, alles richtig. Aber hier wird nichts davon reduziert und hier zu behaupten, wir würden irgendetwas reduzieren oder negieren, das ist absolut nicht in Ordnung, das ist untere Schublade. Danke.
Weitere Wortmeldungen? Wenn nicht, gab es den Wunsch nach noch mal einer 3-minütigen Auszeit. Den würde ich jetzt stattgeben. Und danach kommen wir in die Abstimmung.
beiden vorne rechts, die vorne rechts am Eck sind, die Nee, ganz, nee, vorne, genau in der Ecke sind so die Stühle, die drei Stühle. Und da sitzen zwei, die sind verdeckt. Ja. Ja. Da hinten ist noch einer, oder? Da hinten ist einer, so ein kräftiger. Aber den kenne ich eben nicht. Ich kann ja da nur fragen, aber. Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Ja, fragen. Ich meine aber ja. Ja, fragen. Naja, der ist selber der Freisport. Ja, ja. So, meine Damen und Herren, können wir fortsetzen? Ich hatte so Signale wahrgenommen, dass das wohl möglich ist. So, gibt es auf Basis der Auszeit jetzt weitere Wortbeiträge bzw. Anträge? Herr Rietze.
Gut, wir würden unseren Ergänzungsantrag, wie er vormals gestellt worden ist, zurückziehen und stattdessen uns für die Ergänzung entscheiden oder vielmehr die Ergänzung einbringen wollen, dass bis zu 90% vergütet werden kann, unter dem Gebot der Wirtschaftlichkeit mit einer nahen Zustimmung, mit einer zeitnahen Zustimmung der Verwaltung, sodass wir dann den Aspekt der Linken mit berücksichtigt haben, der dann Vertrauen hat, aber eben nicht auf ganz lange Sicht. Danke. So, gibt es weitere Wortmeldungen, Anträge? Das sehe ich nicht. Dann würde ich in die Abstimmung eintreten. Zunächst den Punkt separat jetzt mal abstimmen, der anfügt an dem Beschlussvorschlag im Punkt 1 einen neuen Satz als letztes. Es wird klargestellt, dass diese Hinweise nicht für die Jugendhilfe gelten. Wer dieser Ergänzung zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Es sind 47 Ja-Stimmen, 16 Nein, 5 Enthaltungen. Damit wäre das so angenommen. Wir kämen jetzt zu dem interfraktionellen Ergänzungsantrag, der sich ja auf die Anlage 1 bezieht. Hier würde ich vom Verfahren her es wie folgt durchführen. Es ist gerade von Herrn Dietze eine Änderung vorgeschlagen worden in der Anlage 1, Seite 3, erster Abstrich, also den unteren Absatz, der vorgestellt worden ist. Den würde ich zunächst zum Ergänzungsantrag jetzt abstimmen, eine Änderung, und dann das, was rausgekommen ist, insgesamt dann als Änderungsantrag zur Abstimmung stellen. Das geht, glaube ich, leichter, als wenn wir es andersrum machen. Wer für diesen von Herrn Dietze gerade eingebrachten Änderungsantrag zum letzten Absatz seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltung. Nein. Damit wäre es angenommen. Und dann würde ich den jetzt so modifizierten interfraktionalen Ergänzungsantrag abstimmen, ob er so aufgenommen werden soll in die Vorlage. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltung. Nein, 3 Enthaltungen, damit so angenommen. Und dann kämen wir jetzt zur Schlussabstimmung von der Vorlage mit den Änderungen, die wir gerade beschlossen haben. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltung.
48 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen, 14 Enthaltungen, damit so beschlossen. Damit wäre auch der Tagesordnungspunkt 14 geschafft, damit der öffentliche Teil unserer heutigen Sitzung. Ich bitte die Nichtöffentlichkeit jetzt herzustellen und danach...